Es gibt unzählige Quick-Detailer-Sprühwachse und Sprühversiegelungen auf dem Markt. Und unsere bisherigen Favoriten waren ja ganz klar der Sonax Brilliant Shine Detailer, die neue Sonax Ceramic Spray-Versiegelung oder auch das ADBL Spraywax. Weil es aber so viele verschiedene Produkte in diesem Bereich gibt, wollen wir für euch auch immer wieder neue Produkte testen. Wir versuchen dabei auch ein bisschen über den Tellerrand und über die Landesgrenzen hinweg zu sehen. Und deswegen habe ich mir für diesen Langzeitvergleich 8 verschiedene Produkte rausgesucht, die wir wohl eher unter der Kategorie der Exoten einordnen würden. Die werde ich für euch in einem Langzeittest miteinander vergleichen, um zu sehen, ob wir hier vielleicht einen neuen Favoriten finden. Ihr seht, ich habe mir insgesamt 8 verschiedene Sprühversiegelungen vorbereitet. Wir fangen direkt mal an mit dem Scholl Neo. Wirklich komplett unbekannt, wurde bisher noch selten mal getestet oder überprüft. Die Flasche hier mit 500 Millilitern kostet aktuell ca. 19 bis 20 Euro. Dann haben wir das gerade in Amerika sehr, sehr bekannt und sehr beliebte Turtle Wax Sealant. Achtung, in Amerika, ich glaube auch in UK heißt das hier nicht Sealant, sondern heißt Seal and Shine. Hier kriegt ihr auch 500 Milliliter, aber diese Flasche hier kostet bei uns ca. 10 bis 11 Euro. Und in Amerika und England kriegt ihr das zum Teil für unter 10 Dollar, was wirklich, wirklich ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis verspricht. Aber wir werden hier überprüfen, wie gut das hier funktioniert und sich im Vergleich zu den anderen schlägt. Dann habe ich das Sienna Gloss Perla mit dabei. Das hat mich in meinem Vergleich von den 22 verschiedenen Quick Detailer Sprühwachs und Sprühversiegelungen aus UK schon relativ überrascht. Deswegen habe ich das jetzt hier nochmal mit aufgenommen. Kostet in England 14 Pfund und bei uns um die 17 bis 18 Euro. Dann wirklich nicht sehr bekannt, selten getestet, aber genießt in den englischsprachigen Facebook-Gruppen einen hervorragenden Ruf. Das Wowos Crystal Sealant. Die Flasche hier kostet ca. 18 Pfund. Dann habe ich 2 Kandidaten aus Korea. Einerseits das Tech Systems Shiny Wax. Auch das hat verdammt gut in meinem Vergleich der 22 Quick Detailer Sprühwachse Sprühversiegelungen abgeschnitten. Deswegen ist das jetzt hier nochmal dabei. Kostet in England für diesen ganzen Liter ungefähr 18 Euro. Ist also auch vom Preis her wirklich, wirklich spannend. Und dann habe ich von Fireball hier in einer Probeflasche das Ultimate Coating Wax. Das kostet für 500 Milliliter ungefähr 28 Euro, ist also so ziemlich das teuerste Produkt in diesem Vergleich. Aber wir werden mal schauen, ob das hier dann von der Performance her auch den hohen Preis rechtfertigen kann. Habe ich hier drüben noch einmal das Infinity Wax QDX Graphene. Das hat euch Sebastian ja schon vorgestellt. Auch das kostet in England um die 18 Pfund und lustigerweise dann hier zum Teil in den deutschen Shops auch wieder für 18 Euro drin, für die 500 Milliliter. Und dann, lustige Geschichte, das hier ist das von Shine Order kommende Instaramic. Und zwar ist die Geschichte hier wie folgt. Ich bin ja zum Teil auch in englischsprachigen Facebook-Gruppen unterwegs. Und da ist mir dann aufgefallen, wie der Hersteller hier sehr aggressiv Werbung für das Produkt hier gemacht hat, wo er gesagt hat, das ist ein Ceramic Coating, also eine Keramikversiegelung. Verspricht hier auch bis zu 12 Monate Standzeit. Es kommt auch in einer Alu-Sprühflasche daher. Aber wenn man sich dann die Produkteigenschaften und Versprechen so ein bisschen durchliest und auch sieht, dass hier ein Sprühkopf drauf ist, den man nicht entfernen muss, dann habe ich hier stark gezweifelt und das auch öffentlich kundgetan dann in der Gruppe, dass das hier eben ein echtes Ceramic Coating ist. Und daraufhin hat mich dann der Hersteller hier oder der Vertrieb kontaktiert, hat gesagt, hier, ich schicke dir eins zu, dann kannst du das für dich selber überprüfen. Und deswegen ist auch das hier mit im Test dabei. Diese Flasche hier mit 300 Millilitern kostet um die 15 Pfund, also auch nicht ganz so günstig. Aber dann würde ich sagen, fange ich jetzt an, die Produkte hier aufzutragen. Ich werde die auch alle gleich auftragen. Ich habe hier Mikrofaserapplikatoren, damit werde ich sie verteilen. Ich werde sie dann mit den ADBL One-Shot-Tüchern abnehmen und dann schauen wir uns danach das Ergebnis an. Alle Produkte haben
etwas erzeugt oder hinterlassen. Also das sieht man auch deutlich. Also gehen wir noch kurz durch. Hier oben das Scholl Neo. Schöne Abdunkelung. Ich glaube, das sieht man vor allem hier ganz gut. Ja, da sieht man es doch jetzt wunderbar. Da oben ist das Neo. Da ist der unbehandelte Lack. Und als Hinweis hier, ja, der Lack sieht furchtbar aus. Das sind alles Schäden von einer Folierung, die zu lange drauf war und beschädigt war. Aber ihr hattet euch ja auch mal gewünscht, dass wir Produkte auf nicht perfekten Lacken testen. Das heißt, ich habe den jetzt hier nur entfettet, aber nicht poliert. Das heißt, wir kommen da auch euren Wünschen nach. Gut, Scholl Neo hat also eine schöne Abdunkelung erzeugt. Da kann man also von einer Farbauffrischung sprechen. Da unten Turtle Wax Seal and Shine. Auch schöne Abdunkelung, Farbauffrischung erzeugt. Ich würde jetzt auch sagen, die zwei sind sich ungefähr ebenbürtig. Dann Stiana Gloss Perla hat was erzeugt. Mal schauen, dass ich es für euch besser eingefangen kriege. Ja, so. Aber nicht ganz so stark die Abdunkelung wie jetzt da drüben beim Scholl Neo zum Beispiel. Ja. Und da unten dann das Wowos Crystal Sealant. Man sieht jetzt hier vor allem die Klebekanten, aber ich glaube, wenn man sich die wegdenkt, ich werde jetzt mal hier kurz bei dem Eck nachwischen. Ja, doch, es bleibt eine Auffrischung vorhanden, die ist aber definitiv nicht so stark wie bei den anderen. Ja, dann gehen wir weiter. Da unten ist jetzt das Fireball drauf und das hat einen wirklich schönen Effekt hier am Lack erzeugt. Moment, ja, schaut euch mal diese Abdunkelung und Auffrischung an. Wirklich schön. Ja, ich glaube, man sieht es jetzt richtig krass. Ja, also vom Finish her wirklich ein tolles Produkt, muss ich sagen. Aber auch das Tech Systems da oben einmal mehr, weil das hatten wir ja schon öfter bei diesem Produkt gesehen. Moment, so jetzt sieht es besser. Sehr, sehr schön und klar. Noch ein bisschen stärker finde ich hier, sieht man schon, ja, das Infinity Wax QDX. Moment. Und auch das Instaramic da unten, jetzt muss ich wieder so, ja, sieht man es, hat hier einen schönen Effekt erzeugt. Also vom Finish her muss ich sagen, alle gut, ein klein bisschen abgeschlagen sind diese beiden. Wobei, wenn man sich es jetzt so anschaut, ihr seht, das verändert sich halt wieder je nach Blickwinkel. Dann könnte man jetzt sagen, diese beiden, das Tech Systems und das Fireball, sind so ein bisschen abgeschlagen. Aber wenn man nahe rangeht und sich wirklich die Farbauffrischungseffekte anschaut, dann das Stiana Gloss und das Wowos ein kleines bisschen hinter den anderen. Auf dem linken Kotflügel als Referenz noch das Synthetic Spray Wax aufgetragen. Schauen wir uns das mal an. Ja, so kennen und lieben wir das. Wunderschöne Perlenbildung. Da drüben auf dem anderen Kotflügel habe ich das Sonax Ceramic Spray Coating aufgetragen, auch als Referenz. Und auch da funktioniert einwandfrei. Gut, dann sehen wir jetzt also, dass hier mit dem Lack in dem Sinn alles in Ordnung ist. Wir fangen jetzt mal an. Ja. Also, nicht die rundesten Perlen, sie sind auch relativ flach, muss ich sagen. Also vor allem die großen, das sieht jetzt nicht... Nee, schaut euch mal die Lachenbildung auch an. Also, ja, da bin ich jetzt eher enttäuscht, würde ich sagen. Also man sieht ganz klar, dass eine Versiegelungsleistung da ist, gerade im Vergleich hier zur unversiegelten Fläche. Aber, also ich meine, schaut euch mal das Synthetic Spray Wax an. Es ist völlig klar, dass das Neo hier hinten nach ist. Gut, dann Turtle Wax Sealant oder Seal and Shine. Ja, auch da. Ja. Also auch da, man sieht, es ist schon Versiegelung da. Aber puh. Wenn ich mir die einzelnen Tropfen anschaue und dann auch jetzt hier die Ablaufbahnen,
Ja. Ist einfach nicht ganz so stark wie das Synthetic Spraywax. Also ich würde auch sagen, die sind ungefähr auf einem Niveau, die zwei. Scholl, Turtle Wax, nee, okay, das Turtle Wax ist ein bisschen besser, ihr seht. Die Lachenbildung ist nicht ganz so ausgeprägt. Also ja, aber beide jetzt keine Überflieger. Stjernegloss Perla. Ja, ungefähr gleiches Bild, wie wir schon beim Quick Detailer Vergleich hatten. Und ich würde jetzt auch mal sagen, etwa auf gleichem Niveau wie das... Nein, ich nehme es zurück. Das ist jetzt eine lustige Beobachtung. Ich wollte sagen, es ist etwa gleich wie das Scholl-Neo daneben. Aber schaut mal, was passiert, wenn ich nah rangehe. Da ist kaum Lachenbildung. Das heißt, das Einzige, was hier nicht ganz so schön und ausgeprägt ist, ist die Tropfenform. Aber die Versiegelungsleistung grundsätzlich ist sehr stark vorhanden. Das heißt, das könnte jetzt dann gleich sein, wenn wir mehr Wasser drauf leeren, dass das im Sheeting wahrscheinlich relativ gut abschneidet. Spannend. Dann das Wowos Crystal Sealant. Ja. Auch da nicht die schönste und beste Tropfenform, muss ich sagen. Auch die Lachenbildung, wenn wir da nah rangehen, naja. Naja, würde ich sagen. Ist jetzt nicht unbedingt überragend. Schauen wir dann gleich noch an, was passiert, wenn wir mehr Wasser nehmen. Dann ist hier oben das Tech Systems Shiny Wax. Ja. Das ist jetzt spannend, weil das war auf der Fläche, auf der ich es drauf hatte, im Sprühversiegelungsvergleich der 22 Produkte aus UK deutlich besser. Also auch da die Tropfenform jetzt in diesem Video nicht ganz so überragend, muss ich sagen. Ja, auch spannend. Dann da unten das Fireball. Das sieht besser aus. Oh ja, das sieht gut aus sogar, würde ich sagen. Sehr stark, keine Lachenbildung. Auch die einzelnen Tropfen, sehr, sehr schön. Also das gefällt mir richtig gut. Sehr starkes Ergebnis. Dann das Infinity Wax. Ja. Das ist jetzt spannend, weil wir haben eine kurze und leichte Lachenbildung. Die Tropfen sind auf den ersten Moment nicht ganz so schön, vor allem die großen, aber wenn sich die kleinen dann zusammenziehen, dann sieht es plötzlich relativ gut aus. Spannende Beobachtung, aber ich muss halt schon klar sagen, wir schauen uns jetzt da mal, das ist Infinity Wax, das ist Sonax. Das ist schon ein deutlicher Unterschied, oder? Was meint ihr? Und dann da unten jetzt noch das Wunderprodukt aus England, das Instaramic. Also man kann schon sagen, da ist eine Versiegelungsleistung da. Die Hydrophobie ist gut, aber überragend? Nein. Nein, und vor allem denke ich jetzt auch nicht, dass das auf einem Niveau mit einem richtigen Keramikcoating ist. Also ja. Die Produkte sind jetzt also alle aufgetragen. Ihr habt den initialen Effekt bezüglich der Farbauffrischung, der Abdunkelung und auch der Hydrophobie gesehen. Und damit gehen diese Produkte jetzt in den Langzeitvergleich. Für euch werden das nur ein paar Sekunden sein. Für mich werden das Wochen oder sogar Monate sein, in denen ich die Entwicklung von diesen Produkten beobachte. Und deswegen sehen wir uns gleich wieder. Wie ich gesagt habe, waren das für euch nur ein paar Sekunden. Bei mir sind jetzt sage und schreibe 5 Monate vergangen. 5 Monate sind für jeden Quick Detailer, jedes Sprühwachs und jede Sprühversiegelung eine verdammt lange Zeit. Aber ich habe mich hier ganz bewusst dafür entschieden, für euch da draußen mal einen Extremtest zu machen. Und deswegen habe ich mich hier ganz bewusst dafür entschieden,
die Produkte hier auf der Haube vor 5 Monaten aufzutragen und sie dann einfach sich selbst zu überlassen. Ich habe sie nicht aufgefrischt, ich habe die Motorhaube auf diesem Auto während dieser Zeit nicht gewaschen. Das Auto stand die gesamten 5 Monate lang draußen, wurde ungefähr 7000 Kilometer bewegt. Also das war ein absolut brutaler Langzeittest. Und deswegen würde ich sagen, gehen wir mal rüber in die Waschhalle und schauen uns jetzt mal an, wie die Motorhaube nach dieser Zeit aussieht. Bevor wir uns jetzt anschauen, wie diese 8 Exotensprühversiegelungen auf dem Auto noch funktionieren, hier jetzt nochmal kurz das Bild, bevor wir waschen. Wie gesagt, seit 5 Monaten nicht behandelt, nicht getoppt, nicht gepflegt und nicht gewaschen. Und wir sehen ganz klar, weil es regnet gerade draußen und ich bin jetzt hier so direkt in die Halle gefahren, dass wir hier ganz klar noch sehen, dass sowohl das Scholl als auch das Turtle Wax als auch das Dienna Gloss und das Wowos noch funktionieren, noch drauf sind. Hier in der Mitte wird es ein bisschen schwieriger, das noch zu sehen. Also da, wo das Tech Systems drauf war, da, wo das Fireball drauf war, da, wo das Infinity Wax und wo das Spezialprodukt aus England drauf war. Wobei, hier muss man ganz klar sagen, hier sieht man noch eine leichte Stelle, wo das drauf ist. Und ebenfalls zur Erinnerung, hier war ja noch das Sonax drauf und da drüben war noch das ADBL Synthetic Spray Wax drauf. Aber damit wir jetzt das hier wirklich untersuchen können, werde ich jetzt in einem ersten Schritt mal mit einem Pumpsprüher von Sonax, das ist dieses schöne Teil hier, drauf sprühen. Dann schauen wir uns mal an, ob man hier noch was sieht von den Versiegelungen, wenn wir nur direkt mit Wasser drauf gehen. Danach werde ich das Auto mit einer Gloria FM10 mit dem FX Protect Active Foam einschäumen, auch damit ihr seht, ob der FX Protect Foam mit der Gloria FM10 funktioniert. Und danach werde ich mit einem Stiana Gloss Waschhandschuh und dem Simple Wax Satz in dieser wunderbaren Jelly Bean Duftvariante, riecht göttlich das Zeug übrigens, nochmal übers Auto drüber waschen, denn so können wir jetzt nämlich beobachten, wie sich das Abperlverhalten, falls denn noch eines da ist nach 5 Monaten, von ungewaschen über nur eingeschäumt bis hin zu dann gewaschen verändert. Gut, wie gesagt, in dem ersten Schritt mit dem Sonax Pumpsprüher jetzt einfach mal nur Wasser. Ein bisschen anders einstellen, ja, so. Ja, wir pumpen nochmal nach. Ja, sehr schön. Und genau dieses Bild konnte ich während den letzten 5 Monaten immer wieder beobachten, nämlich dass Stiana Gloss Perla mit Abstand noch am deutlichsten drauf ist. Dieses Viereck hat sich immer wieder abgezeichnet. Bei den anderen, je nachdem wie viel Wasser da drauf gekommen ist, nicht ganz so stark. Das Scholl Neo sieht auch nicht ganz so schlecht aus und das Insta-Ramic hier unten kann man ebenfalls noch stark erkennen. Bei allen anderen deutliche Wasserlachenbildung. Sehr, sehr, sehr interessant. Also einerseits habt ihr gesehen, mir hat es den Waschhandschuh weggeblasen, den werde ich nicht mehr verwenden. Ich hole mir gleich einen anderen. Ich habe Gott sei Dank 2 von denen, denn Mikrofaserhandschuhe niemals auf dem Lack wiederverwenden, wenn sie mal am Boden gelegen haben. Aber wir sehen jetzt schon, alle Vierecke kommen jetzt langsam wieder zum Vorschein. Also die Reinigung mit dem Snow Foam hat definitiv was gebracht. Aber ich muss auch ganz klar dazu sagen,
Es gibt ein Feld, ein Viereck, das mit Abstand nach diesen 5 Monaten noch am besten funktioniert. Und ich gehe jetzt noch mal kurz mit dem Hochdruckreiniger drüber, damit ihr das besser sehen könnt. Ich glaube, das waren ganz klare Resultate und ich brauche auch gar nicht so viel dazu zu sagen, denn Bilder sagen mehr als 1000 Worte. Das Feld, das Viereckchen, was mit Abstand am besten funktioniert, was den Wasserfilm am schnellsten auflöst und was noch einigermaßen ein schönes Beading zeigt nach 5 Monaten, nochmal zur Erinnerung, ohne Pflege, ohne Auffrischung, ohne Wäsche, ist ganz klar das Viereck, wo ich das Dienagloss Perla aufgetragen habe. So, ich nehme jetzt hier nur ganz, ganz wenig von dem Simple Wax Satz, weil das ein sehr hochkonzentriertes Shampoo ist. Ich werde es jetzt in dem ersten Schritt mal schnell grob verteilen, damit überall gleich viel Shampoo drauf ist. So, und dann wasche ich hier gleich oft über alle Flächen drüber, damit nicht eine stärker belastet ist als die andere. Ich wasche hier an den Seiten auch nochmal drüber, wo die Sonax CSV bzw. das ADBL Synthetic Spray Wax drauf sind. Weil das wollen wir ja dann auch noch sehen. So, ich bin jetzt hier zweimal drüber, da drüben auch. Da muss ich jetzt hier auch noch einmal mehr über alle Flächen. Der Duft vom Simple Wax Shampoo ist unfassbar angenehm. Sehr, sehr geiles Shampoo. Genau wie ich vermutet hatte, das Waschen mit dem Waschhandschuh, also die chemische und die mechanische Belastung, haben jetzt noch mal einiges schlechter gemacht. Aber schaut euch jetzt mal an, wie der Wasserfilm hier bei den einen oder anderen Feldern aufreißt. Man muss ganz klar sagen, das Fireball wurde durchs Waschen ein klein wenig reaktiviert. Auch das Synthetic Spray Wax. Ich zeige euch gleich noch mal, wenn ich mit mehr Wasser drüber gehe, dass das hier noch am perfektesten, am besten funktioniert. Das Sonax auch wieder ein klein bisschen besser, aber von den Exoten, die wir jetzt aufgetragen haben, muss man halt ganz klar sagen, Infinity Wax nicht mehr da. Das Instaramic, ja, ein kleines bisschen ist da noch da, aber es ist definitiv nicht das, was hier versprochen wurde, also eine sprühbare Keramikversiegelung. Fireball ist noch da, würde ich sagen, aber schwach. Tech Systems ist noch da, aber schwach. Scholl Neo ist noch da, aber schwach. Turtle Wax nicht mehr da, würde ich sagen. Wowos auch nicht mehr da und nach wie vor dort, wo es am schnellsten aufreißt, das Wasser, ist halt hier beim Stianagloss Perla und das ist ganz, ganz klar und deutlich. So, ein letztes Mal noch mit dem Sonax Pumpsprüher versuchen wir hier mal mit einem feinen Nebel noch eventuelle Unterschiede rauszuspüren und zu sehen. Also ganz klar sieht man, dass von der initialen Hydrophobie gerade beim Tech Systems, gerade beim Turtle Wax, nicht mehr ganz so viel übrig ist. Scholl Neo, da sind noch ein paar Reste da. So schlecht sieht es ehrlich gesagt gar nicht aus. Das Synthetic Spray Wax können wir uns natürlich auch noch anschauen. Das ist am stärksten da. Schaut euch das mal an. 5 Monate ohne Pflege und ohne Wäsche. Das ist ganz klar noch am stärksten da. Das Dienagloss, hier ist halt spannend, das hatte ja von Anfang an keine ausgeprägte Hydrophobie, wenn es ums Beading geht, aber die hat es eigentlich sehr, sehr gut erhalten. Turtle Wax sieht ganz schlimm aus, das Wowo sieht schlimm aus, vom Fireball ist auch nicht mehr viel da, vom Tech Systems ist noch ein kleines bisschen da. Ich würde jetzt das mal auf ein Niveau mit dem Scholl Neo stellen. Infinity Wax, nein, definitiv nichts mehr da und da
sieht es auch ganz, ganz schlecht aus für ein keramisches Produkt. Kommen wir also zum Fazit von diesem Video und gehen von den enttäuschenden bis zu den überraschend guten Produkten. Wenn man so viele verschiedene Produkte testet wie Sebastian und ich, wenn man so tief in der Autopflege drinsteckt, wenn man mit vielen Herstellern und Entwicklern auch spricht, dann hat man irgendwas sowas wie, lasst es uns mal ein eingebautes Bullshitometer nennen. Und wenn dann eben ein Hersteller hingeht und von seinem Werbeauftritt her Richtung Shine Armor oder Next Gen oder andere Produkte geht, die massiv in Werbung auf sozialen Medien wie Facebook oder Instagram investieren, die mit vollmundigen Versprechen von Standzeiten von einem Jahr oder mehr daherkommen und vor allem, die ein Produkt Keramikversiegelung nennen, das, wenn man nachfragt, ganz klar wasserbasiert ist, dann wissen Sebastian und ich meistens schon, in welche Richtung das gehen könnte, auch wenn ein Hersteller dann so schlau ist und eine Aluminiumflasche hier macht, um den Anschein zu erwecken, dass das hier was ähnliches wie das G&Can-Coat sein könnte. Man muss es aber ganz klar und deutlich sagen, das G&Can-Coat ist eine echte Keramikversiegelung, denn wenn man auf dem G&Can-Coat die Sprühköpfe drauf lässt, dann verstopfen die mit der Zeit, weil die Keramik halt aushärtet. Das hier ist aus meiner Sicht ganz einfach nur eine wasserbasierte keramische Sprühversiegelung und das haben wir auch ganz klar und deutlich gesehen. Es war nicht mal im Ansatz das standfesteste Produkt von allen diesen hier, auch wenn der initiale Effekt, die Farbauffrischung, das Beading und so weiter und die Lacklette vor allem, das war alles wunderbar und wunderschön und es ist auch einfach anzuwenden, aber man muss es am Ende ganz klar sagen, das ist keine Keramik, der Hersteller verspricht hier aus meiner Sicht viel zu viel, das Produkt ist auch viel zu teuer und lustigerweise hört man und sieht man von diesem Hersteller mittlerweile fast gar nichts mehr. Deswegen muss ich hier wirklich sagen, das Instaramic von Shine Auto aus England ist für mich persönlich eine krasse Enttäuschung, weil, und das ist jetzt eben wichtig, der Hersteller hier viel zu viel versprochen hat, dass dieses Produkt von Anfang an nicht hätte halten können. Leider Gottes genauso das Wowos Crystal Sealant. Es gibt hier gerade im englischen Bereich ein paar Leute, die schwärmen hier von dem Zeug und sagen, dass das sehr, sehr lange hält und eine absolute Top-Sprühversiegelung sein soll. In meinem Test jetzt hier muss ich ganz klar sagen, hat das krass enttäuscht, weil es mit diesen Vorschusslorbeeren definitiv nicht mithalten konnte. Es hat von Anfang an nicht dieselbe Hydrophobie gezeigt wie die anderen Produkte. Es hat von Anfang an nicht dieselbe Farbauffrischung schon gezeigt, die Lacklette war nicht besonders und deswegen muss man hier am Ende des Tages einfach sagen, dass auch dieses Produkt hier leider Gottes ein bisschen zu viel verspricht und es das nicht wirklich halten kann, auch wenn man Wowos zugute halten muss, dass Wowos aus meiner Sicht eher ein Hersteller ist, der auf Understatement bei seinen Produkten setzt und es gab ja auch schon Produkte, gerade das Flüssigwachs, das in meinen Tests sehr gut abgeschnitten haben, aber dieses Produkt hier leider Gottes eher enttäuschend, wenn es darum geht, eine Sprühversiegelung zu haben, die möglichst lange hält. Das gleiche gilt fürs Turtle Wax Sealant bzw. Seal and Shine. Dieses Produkt wird im englischsprachigen Raum, gerade in Amerika, so dermaßen in den Himmel gelobt, insbesondere bezüglich seiner Chemieresistenz. Und genau aus diesem Grund habe ich in diesem Test darauf verzichtet, die Produkte auf eine Haube aufzutragen und sie dann mit Chemie zu bombardieren, denn man muss es ganz klar sagen, eine hohe mechanische, thermische und chemische Resistenz von so einem Produkt, das ist ein guter Indikator dafür, dass es auf einem Auto lange halten kann, aber es ist kein perfekter Indikator dafür. Das haben wir in diesem Vergleichstest ganz, ganz klar gesehen. Denn der Testsieger aus meiner Sicht, auf den kommen wir dann am Schluss, der kommt mit Chemikalien nicht ganz so gut klar. Aber wenn man das Zeug eben auf ein Auto aufträgt, das man relativ wenig pflegt und wäscht, dann gibt es wiederum Produkte, die dem besser standhalten. Und da muss man halt ganz klar sagen, in der realen, in der echten Welt kann das Turtle Wax hier bezüglich seiner Standzeit nicht ganz mit den Top-Produkten mithalten. Was die Amerikaner ärgern wird, aber so ist es halt. Infinity Wax QDX Graphene, hier wird es jetzt für mich schwierig, ein Fazit zu ziehen, denn wenn man dieses Produkt als Sprühversiegelung erachtet, wenn man bedenkt, dass hier Graphen drin ist, wenn man bedenkt, was manche Hersteller bezüglich Graphen versprechen, dann müsste man eher sagen, enttäuschende Performance hier. Wenn man auf der anderen Seite hier sich anschaut, wie Infinity Wax dieses Produkt vermarktet, eben als QD oder als Quick Detailer, der halt noch zusätzlich Graphen drin hat, dann muss ich sagen, ist er gar nicht so schlecht, denn als Quick Detailer funktioniert er hervorragend. Eine atemberaubende Lacklette wird hier hinterlassen. Die Farbauffrischung ist ordentlich, die Verarbeitung ist einigermaßen einfach, nicht die einfachste und vor allem nicht so einfach wie beim klassischen Infinity Wax
Rapid Detailer, der für mich nach wie vor einer der besten Quick Detailer ist, aber insgesamt kann man hier trotzdem sagen, wenn man es als Quick Detailer erachtet, dann ist die Performance, die wir jetzt hier in diesem Vergleichstest gesehen haben, nicht so enttäuschend. Das heißt, hier kommt sehr, sehr stark darauf an, was ihr von diesem Produkt erwartet und wie der Hersteller es vermarktet. Und da muss ich sagen, InfinityWorks ist in der Regel ein sehr fairer Hersteller, wenn es ums Marketing geht. Und deswegen würde ich jetzt mal sagen, dass die Performance, die wir gesehen haben, eigentlich in Ordnung geht. Dann haben wir hier drei Produkte, nämlich das Scholl Neo, das Tech Systems Shiny Wax und das Fireball Ultimate Coating Wax, die aus meiner Sicht gezeigt haben, dass es durchaus auch Alternativen zum Sonax BSD oder eben auch zur Sonax Ceramic Spray Versiegelung gibt. Denn, das muss man ganz klar sagen, auf der Seite vom Auto hatten wir ja die aufgetragen und diese drei Produkte haben mindestens genauso gut gehalten wie das hier. Das heißt, das wären Produkte, die wir mal in den zukünftigen Vergleichstests mit den absoluten Standzeitkönigen und Favoriten unter den Sprühversiegelungen mit aufnehmen könnten, die wir dann auch in regelmäßigeren Abständen untersuchen. Denn hier muss man ganz klar sagen, diese Produkte haben nach 5 Monaten immer noch eine leicht versiegelnde Wirkung auf dem Lack hinterlassen. Aber das mit Abstand für mich überraschendste Produkt war und ist das Sienna Gloss Perla. Ich muss es hier euch ganz offen und ehrlich sagen. Ich bin zum Start dieses Vergleichs davon ausgegangen, dass das hier eines der schlechtesten Produkte sein wird, wenn es um die Standzeit geht. Weil ich Sienna Gloss als Marke erlebt habe, die vor allem darauf setzt, dass man ein sehr einfach verständliches Sortiment an Produkten hat, dass diese Produkte alle durchs Band hinweg sehr einfach anzuwenden sind, dass ihre Performance aber eher auf der soliden, nicht aber auf der überragenden Seite ist. Ich werde aber immer wieder überrascht, gerade das Sienna Gloss Gummy ist aus meiner Sicht eine hervorragende Reifenpflege, das Sienna Gloss Matter ist ein absolut herausragendes Shampoo aus meiner Sicht und das Sienna Gloss First ist zu meinem absoluten Lieblingsvorreiniger geworden und jetzt eben auch das Perla, das ich in die Riege von Produkten einreiht im Sienna Gloss Sortiment, die mich absolut überrascht haben. Eine Sprühversiegelung, die auf einem Auto 5 Monate hält, die nicht getoppt wird und das Auto nicht gewaschen oder sonst gepflegt wird. Das ist eine absolut herausragende Leistung. Da muss man eben ganz klar sagen, dass das hier ein Produkt zu sein scheint, das mit dieser Art von Belastung, das heißt viele Kilometer, das Auto steht permanent draußen, es wird wenig gepflegt und gewaschen, sehr, sehr gut zurechtkommt und dass wenn ihr gerade so ein Produkt sucht, das mit dieser Art von Belastung gut zurechtkommt, ihr euch definitiv das Sienna Gloss Perla anschauen könnt, denn das Ergebnis, das wir hier gesehen haben, spricht vor allem eins, einen sehr, sehr starken und guten Selbstreinigungseffekt. Und damit ist für mich das Sienna Gloss Perla ganz klar und deutlich und ich glaube, die Bilder, die wir gerade vorher in der Waschhalle gesehen haben, sprechen eine ganz klare Sprache, der Sieger von diesem Achtervergleich hier. Wie gesagt, werde ich mir die Favoritenprodukte, die in diesem Test besonders gut abgeschnitten haben, in einem zukünftigen Vergleich mit den bisherigen Favoriten nochmal anschauen. Bis dahin wird es uns sehr freuen, wenn ihr in den zukünftigen Videos von uns wieder einschaltet und den Kanal mit einem kostenlosen Abo unterstützt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Servus! We'll be right back.